Mein Name ist Anke Ketzel. Ich bin Rangerin im Naturschutzgebiet Riddagshausen und ich leite das Naturerlebniszentrum Haus Entenfang der Stadt Braunschweig. Wir möchten Ihnen zeigen, wie man ein Wildbienenhotel selbst zusammenstellen kann und auch noch ein paar Tipps geben, wie so ein Wildbienenhotel aussehen sollte, welche Elemente wichtig sind und was man vielleicht besser nicht macht. Uns ist erstmal wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass diese Wildbienenhotels, die man hier sieht, oder Insektenhotels, als solches werden die ja verkauft, in allen möglichen Baumärkten, Gartencentern, nicht geeignet sind für Wildbienen. Die kosten meistens viel Geld, also mindestens 20 bis 50 Euro und enthalten Elemente, die ungeeignet sind. Also uns ist ja wichtig, dass wir was für Wildbienen tun und denen Nistmöglichkeiten anbieten. Und das ist mit diesen Nisthilfen nicht möglich. Wir haben hier Elemente drin, die sind völlig ungeeignet. Deswegen nennt man die Insekten-Nisthilfen, weil hier sind Kiefernzapfen drin, da ist Stroh drin, irgendwelche komischen Hohlräume. Da geht höchstens mal eine Spinne rein. Also man kann da auch für andere Insekten nicht viel tun. Da sollen zum Beispiel Marienkäfer rein oder Flohfliegen oder Ohrenkneifer. Die Tiere finden aber in der Natur genügend Unterschlupfmöglichkeiten. Da muss man also nicht noch was tun. Viel wichtiger wäre, dass man für Wildbienen etwas tut. Und auch das ist hier ungeeignet, weil hier Röhrchen drin sind. Die sind einmal viel zu groß. Solche riesigen Wildbienen gibt es bei uns nicht. Dann wurde hier bei dem Holz in die Stirnseite gebohrt. Also mit der Faser, dann haben wir hier Nadelholz, das enthält Harz und das verklebt die Gänge und auch die Bienenflügel. Und dazu kommt, dass diese Elemente immer viel zu schmal sind. Das reicht für so eine Wildbiene nicht aus. Die legt da, jede einzelne Biene legt hier ihre Brut an und die braucht viel längere Röhrchen, um ausreichend Brutkammern dort anzulegen. Also am besten nicht kaufen, das Geld kann man sich sparen. Wir bieten hier im Haus Entenfang Wildbienenhotels oder Wildbienennisthilfen an, die wirklich für Wildbienen geeignet sind mit den richtigen Materialien. Und da ist es ganz wichtig, dass man hohle Röhren anbietet, die die Wildbienen besiedeln. In der Natur wären das Gänge von Käfern, die dort im Holz gebohrt haben. Also solche Holzblöcke wie hier, das muss Hartholz sein, das muss gut abgelagert sein, also nicht feucht sein. Man bohrt hier Löcher rein, so tief wie es irgendwie geht, wie es der Bohrer hergibt. Die müssen aber hinten geschlossen sein, also nicht durchbohren. Unterschiedliche Größen, weil es gibt sehr unterschiedlich große Wildbienenarten. Diese großen Röhren, die werden immer schnell besiedelt. Das sind Mauerbienen, die kommen bei uns ganz häufig vor und die hat man relativ schnell in jedem Garten. Dann haben wir hier verschiedene Elemente an hohlen Röhren, also Holz oder Schilf oder Bambus. Das zeige ich gleich nochmal. Wir haben zum Beispiel hier, also ein gutes Material ist Bambus, das ist sehr haltbar, sehr fest. Lässt sich ein bisschen schwer schneiden, man muss das mit einer Säge machen. Die Ränder müssen glatt sein, also die Eingänge zu den Röhrchen müssen schön glatt sein, sonst machen die Bienen sich die Flügel kaputt. Und hinten müssen die Röhrchen geschlossen sein. Der Bambus hat von Natur aus solche Knoten, sodass man die nutzen kann, dann sind die hinten zu. Was wir auch gerne nutzen, was die Wildbienen auch gut finden, ist Schilf. Das sind Schilfhalme, die haben wir zugeschnitten und wenn die dann hinten offen sind, verschließen wir die mit Gips. Das kann man auch mit Lehm machen, wenn man Lehm im Garten hat. Schilf ist nicht so einfach zu bearbeiten. Das müssen trockene Halme sein, die kann man im Winter gewinnen. Und man muss sie mit einer kleinen Bandsäge sägen. Es gibt auch so Bastelsägen, die man dafür nehmen kann, aber nicht mit der Schere schneiden, weil sie dann eben zerdrückt werden. Die müssen eben auch vorne schön glatt sein. Und am besten das Material, was am leichtesten zu bekommen ist, das ist Holunder. Holunderzweige sind von Natur aus mit Mark gefüllt und die kann man ganz einfach ausbohren. Man nimmt einen Bohrer mit verschiedenen Größen. Hier so ein paar Beispiele, können unterschiedlich große Stängel sein. Und da bohrt man Löcher rein und dann ist der Stängel von sich aus hinten sowieso geschlossen. Macht da ein Bündel von und kann das ins Wildbienenhotel reinpacken. Und das kann man überall gut bekommen. Ja, wir haben hier so ein kleines Modell eines Wildbienenhotels. Das nutzen wir immer für Aktionen mit Familien. Da können die Familien sich dann selbst Wildbienenhotels zusammenstellen mit den Materialien, die wir zur Verfügung stellen. Und das ist leicht zusammengebaut. Also besteht aus 5 Teilen, eine Rückwand und 4 Teile. Das Dach oben ist ein bisschen breiter, weil es dann eben geschlossen ist und gegen Witterung beständig ist.
Und wir brauchen natürlich noch ein Loch hier drin, damit man das an einem Haken aufhängen kann. Dann nimmt man solche Elemente, also es wird immer empfohlen, nicht mit der Faser wie hier zu bohren. Das kann man aber trotzdem machen, wenn das Holz sehr schön trocken ist und das in dem Falle auch nicht gerissen ist. Es kann natürlich mal passieren, dass das Holz dann reißt entlang der Löcher. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil man ja dann noch genug Löcher hat, die besiedelt werden können. Und manchmal schließen die Bienen das auch selbst wieder zu. Aber idealerweise bohrt man hier so seitlich rein in den Bereich. Allerdings lassen sich die Elemente halt eben schön in so einem Wildbienenhotel verbauen. Dann nimmt man so ein Stück und macht aus den Bambusröhrchen, die man hat, solche Bündel mit einfachem Kreppklebeband und packt die dann so, dass sie schön fest zusammensitzen. Wenn man noch einzelne Röhrchen hat, ein bisschen dickere, dann kann man die einfach hier noch dazwischen packen, bis das eben richtig fest zusammen ist, damit es eben nachher nicht rausfallen kann. Wichtig ist, dass man dieses Wildbienenhotel möglichst an eine sonnige Stelle hängt, also nicht in Schatten irgendwo. So sonnig, wie es nur irgendwie geht. Die Wildbienen mögen die Sonne und die Wärme sehr gerne. Und da ist es in der prallen Sonne am besten aufgehoben. Und es soll festhängen, also nicht irgendwie wackeln.